Hey meine neugierigen Freunde, wenn wir in die Sterne schauen, sehen wir eigentlich nur gleißend helle Punkte. Fotografieren wir diese, entsteht die uns bekannte charakteristische Sternenform mit Strahlen. Dieser sogenannte Blendensterneffekt wird durch die Lamellen bei stark geschlossener Blende erzeugt, weil sich das Licht an den Berührungspunkten der Lamellen bricht. Wie gerne würden wir einen entfernten Stern einmal so wie unsere Sonne beobachten können? Und genau das gelang den Astronomen der ESO mit dem Very Large Telescope Interferometer im August 2017. Sie bildeten den roten Überriesen Antares so detailreich ab, dass sogar seine Oberflächenstrukturen erkennbar sind. Alle Infos dazu erfahrt ihr in diesem Video. Wenn du dich für das Weltall und Wissenschaft interessierst, abonniere gerne meinen Kanal. Hier erscheinen wöchentlich neue Videos. Bleib dran! Der rote Überriese Antares befindet sich im Sternbild Skorpion, etwa 600 Lichtjahre von uns entfernt. Er ist einer der auffälligsten Sterne am Nachthimmel, denn er ist ähnlich rot wie der Mars und besitzt phasenweise auch eine ähnliche Helligkeit, wodurch die beiden Himmelskörper leicht verwechselt werden können. Daher stammt auch sein Name Antares, eine Abkürzung für Anti-Ares. Anti bedeutet so viel wie gegen und Ares ist in der griechischen Mythologie der Kriegsgott, der von den Römern Mars genannt wird. Demnach bedeutet Antares so viel wie gegen Mars. Antares ist der 16. hellste Stern am Nachthimmel und hat sich bereits zu einem roten Überriesen aufgebläht. Das bedeutet, dass er bereits im letzten Kapitel seines Lebens angekommen ist. Er wird früher oder später schließlich in einer Supernova-Explosion enden. Rote Überriesen sind durch ihre Aufblähung extrem leuchtstark, aber auch relativ kühl, wodurch ihre rötliche Farbe resultiert. Von Antares konnte im August 2017 dieses Bild vom Very Large Telescope Interferometer der ESO aufgenommen werden. Es ist das bisher schärfste Bild eines fernen Sterns. Nur von unserer Sonne gibt es schärfere Bilder. Es konnte durch den Zusammenschluss von 4 Teleskopen realisiert werden, die sich zu einem virtuellen Teleskop mit einem Spiegeldurchmesser von 200 Metern vereinigten. Auf diese Weise wurden ferne Details sichtbar, die mit einem einzelnen Teleskop nicht beobachtbar wären. So konnte man erstmals die Oberflächenstrukturen und Gasbewegungen eines fernen Sterns sehen. Der Gruppenleiter der Astronomen rund um dieses Projekt, Keiichi Onaka, sagt: "Seit rund 50 Jahren ist es eine offene Frage der Astronomie, wie Sterne wie Antares in dieser Phase ihrer Entwicklung derart rasch an Masse verlieren. Das Very Large Telescope Interferometer war die einzige Anlage, mit der es möglich war, die Gasbewegungen in der ausgedehnten Atmosphäre von Antares direkt zu messen. Das ist ein wichtiger Schritt hin zur Beantwortung dieser Frage. Die nächste Herausforderung besteht darin, herauszufinden, was diese turbulente Bewegung antreibt. Hier sehen wir eine Animation, wie Antares aus nächster Nähe aussehen könnte und wie sich die Gaswirbel und Turbulenzen verhalten könnten. Auch wurde turbulentes Gas geringer Dichte in weit größerer Entfernung vom Stern gemessen, als es die bisherigen Modelle vorhersagen. Offenbar sei ein neuer, bislang noch unbekannter Mechanismus nötig, um die Bewegungen in der ausgedehnten Atmosphäre von roten Überriesen wie Antares zu erklären." Keiichi Onaka sagt weiterhin: "In Zukunft wird es möglich sein, diese Beobachtungstechnik auf unterschiedliche Arten von Sternen anzuwenden und deren Oberflächen und Atmosphären in nie gekannter Detailschärfe zu untersuchen. Bis jetzt waren derartige Untersuchungen nur für die Sonne möglich. Mit unserer Arbeit erhält die stellare Astrophysik eine völlig neue Dimension. Wir haben ein komplett neues Fenster für die Beobachtung von Sternen geöffnet." Bei diesem detailreichen Bild stellen sich nun bestimmt viele Menschen die Frage, warum denn von einem 600 Lichtjahre entfernten Stern ein detailreicheres Bild entstehen kann, als von unserem nächstgelegenen Sternensystem Alpha Centauri, das in nur 4 Lichtjahren Entfernung liegt. Hier sehen wir die bisher beste Aufnahme von Alpha Centauri A und B, aufgenommen vom Hubble-Weltraumteleskop. Und hier Proxima Centauri, ebenfalls aufgenommen vom Hubble-Weltraumteleskop. Die Möglichkeit, ein schärferes Bild von Antares aufnehmen zu können, liegt an dessen unglaublicher Größe. Er besitzt den 700-fachen Durchmesser unserer Sonne, während Alpha Centauri A und B in etwa gleich groß sind wie unsere Sonne. Das heißt, die Entfernung steht im Verhältnis von 600 Lichtjahren zu 4 Lichtjahren.
was einen Faktor von 150 ergibt. Und der Größenunterschied ergibt eben den Faktor 700. Antares ist also 700 mal größer, aber nur 150 mal weiter entfernt als Alpha Centauri und dementsprechend um den Faktor 4,66 größer wahrnehmbar. Was mich persönlich an diesem Bild fasziniert, ist, dass es irgendwo auch allein optisch zeigt, dass Sterne tatsächlich andere Sonnen sind. Brennende Kugeln aus Gas, nur eben etwas weiter entfernt. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gern einen Daumen nach oben da. Und falls ihr euch genauer für unsere Sonne interessiert, schaut gerne diese spannende Doku an. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.